Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge wollen wir auf jeden Fall drüben weitermachen, aber vorher muss ich noch ein paar Kleinigkeiten machen, beziehungsweise euch noch irgendwas zeigen. Also ich habe jetzt erst einmal hier nochmal einen Battery Buffer mit reingesetzt, weil mir ist langsam aber sicher ist Polyethylen ausgegangen. Und ja, das ist natürlich nicht gut. So, wir brauchen, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir so schnell wie möglich jetzt drüben unser Light Fuel wieder anschmeißen. Ich habe nämlich jetzt nur noch 320.000. Der Tank da draußen ist fast voll. Der oben ist fast voll. Die Ölquelle ist weg. Ja, da ausgesaugt. Und ja, da müssen wir jetzt natürlich schauen, dass wir jetzt in die Puschen kommen. So, ich habe schon mal 4 Goldwire da. Die muss ich jetzt auch mal gleich machen, weil es ist das Erste, was wir machen müssen. Wir brauchen nämlich nochmal eine Batterie. Ja, wir brauchen mal Goldkabel. Ich muss dann gleich nochmal mehr Gummi machen, weil ich brauche noch mehr Goldkabel, weil wir noch Transformatoren brauchen. So, und diese 4 schönen Goldkabel, die schmeiße ich jetzt in den Assembler rein. Und habe auch noch Battery Alloy drin. Auch warum, dass ich Poly brauche, weil ich brauche jetzt schon wieder 9 Stück. Denn wir brauchen eine Batterie und die muss man mit Poly herstellen. Kosten 1000, glaube ich, 200. Ein paar zerquetschte. Ja, und das dauert es nämlich länger, bis die fertig ist. Da kommt nämlich, hier, da kommen nämlich Large Lithium Batterien raus. Ich habe schon mal 4 gemacht. Und 2 will ich eigentlich noch irgendwann machen, dass wir dann schon mal auf 6 Stück sind. Dass wir dann auf jeden Fall unsere Stromversorgung schon mal gut aufbauen können. Weil wir haben ja auch irgendwas getestet und wir haben festgestellt, da gibt es nämlich einen schönen Verteiler. Ja, man sollte aber auch Strom drauf haben, um was verteilen zu können, weil sonst brennt der nämlich das Kabel weg. Haben wir uns gefreut drüber, als davon mal das ganze Kabel weg war. So, des Weiteren, ich will jetzt noch bauen einen Mixer. Dafür brauche ich 4x Glas. Comic Prestige hier. Dann brauche ich auf jeden Fall 2 Circuits. Auch Stahlplatten. So. Dann brauche ich 2x Poly. Ich hoffe, dass ich noch genügend Zinnrotoren habe. Die brauche ich nämlich auch. Da rein. Im Output. Brauche ich gerade nicht. Zinnkabel. Zinnkabel, weil wir müssen LV machen. Die reichen uns. Das heißt jetzt, ich habe jetzt mein Glas. Ich habe 2 Circuits. Ich brauche noch einen Rotor. Rotor haben wir auch. Ich werde bestimmt auch nochmal 2 Kabel brauchen, wie ich mich kenne. Mal welche mit. Der Rotor war da. Glas war da. Du bist da. Eine Vermutung, dass da ein Kabel hinkommt und da 2 Circuits. Nein. Okay. Das heißt, ich brauche nämlich jetzt einen Mixer.
Ah, okay. Ich brauche kein Kabel. Ich brauche einen Motor. Ich noch einen rumliegen. Ja, aber ich kann mir schnell einen machen. Dahin habe ich jetzt meinen Mixer. Jetzt brauche ich noch Iron Casing. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Eisenplatten. Könnte ich eventuell noch haben. Keine Eisenplatten? Eisenplatten. Müssen wir schnell zwei Eisenplatten machen. Schlimme ist mittlerweile, dass wir jetzt, sobald wir es dann in die Richtung HV gehen, richtig viel Gold brauchen. Und ich bin, ich habe noch 31. Danach war es das. Ist vorbei, Feierabend, aus die Maus. Das heißt, ich muss dann richtig Erz verarbeiten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Erzverarbeitung endlich hinkriegen. Dann muss das Gold dann bis dahin reichen, dass ich die Pulverizer gebaut habe. So, also den Mixer habe ich, dann jetzt meine zwei Platten. So, die habe ich da. Die packe ich jetzt in den Cutter. Ja, nicht zwar rauskriegen, genau. Das mache ich jetzt drüben im MV-Lager, weil es ein wenig schneller geht. Und wir dann auch gleich noch die Batterie abholen können. Da geht jetzt richtig viel Lithium drauf. Ist ja fast nicht mehr wahr. Ich habe aber auch schon angefangen, hier draußen jetzt mein Lithium und so weiter aufzubauen. Weil ich ja immer wieder mal beim Canyon vorbeischnupper und mal wieder was durchjag. Jetzt habt ihr gesehen, 32 Batterien, 32 Lithium brauche ich dafür. Eine Batterie herzustellen. Also die Batterien sind nicht mehr gerade günstig. So. Aber wir haben jetzt einen Paint Mixer. Paint Mixer, den werde ich mir mal hier hinstellen. Jetzt gehen wir mal schnell zur Mauer. Beziehungsweise nein, wir schauen mal schnell rein. Ich brauche Magenta, Cyan, Black and Yellow. Bitte mal sortieren, danke. Lagermauer. Das heißt, wir brauchen mal schnell aus der Kiste da hinten unsere Farben. Also Magenta. Ein Cyan? Das wäre echt blöd. Doch, Cyan, Black and Yellow. Wieder zurück zur Werkstatt. Cyan kommt da rein, Magenta kommt da rein, Gelb kommt da rein, Schwarz kommt da rein. So, dann habe ich jetzt einen Eimer dabei. Ich muss gerade noch hoffen, dass ich noch ein paar Eimer hier rumfliegen habe, weil ich brauche nämlich am besten 4. So, und dann heißt es, wir latschen zu den Kühen. Die werden jetzt nämlich wichtig. Schlafsack schon mal da in die Hand packen. Denn wir brauchen jetzt Milch. Jawohl. Wenn es geht, eigentlich am besten gleich 16, weil da könnte ich alle Grundfarben machen, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Weil ich brauche jetzt auf jeden Fall für mich erst einmal gesehen drei Farben. Und zwar, ich brauche... Ja, doch, oder? Drei. Ich brauche auf jeden Fall Schwarz. Ich brauche Gelb. Ich brauche Grau. Das sind schon mal die drei Farben, die ich jetzt für mich... gesagt habe, die brauche ich, um sozusagen das alles vernünftig für mich jetzt gestalten zu können.
Denn gelb ist die Leitung für Benzin. Schwarz ist die Leitung für Öl. Und dunkelgrau ist die Leitung für alles Mögliche. Blau wird irgendwann Wasser, klar. Grün gibt Hoffnung und nimmt nicht so viel Platz weg. Nee, bei Grün wüsste ich noch gar nicht. Irgendwas Biofuel oder was ist so gut. So, also, dann heißt es jetzt, ich gehe jetzt mal hin und sage, okay, ich möchte haben Gelb. Stelle das Gelb mal ein. Dann drücken wir mal auf den Mix-Knopf. Und dann werde ich jetzt gleich ein bisschen Gelb haben. Hoffe ich. Diese vier Farben, diese Farben hier, mal dazu kurz erklärt, sind die Vanilla-Farben. Das heißt, mit diesen Farben kann ich jetzt dann auch das machen, was ich machen möchte. Und hier kann ich halt alles andere machen. So, dann brauchen wir mal auf jeden Fall Black, noch ein Eimer und Mix. Und ich wollte jetzt unbedingt das mit dem Ding hier machen, weil ist ein bisschen kostengünstiger von der Farbe her. So, jetzt haben wir Schwarz. Dann brauchen wir jetzt noch bitte Gray. Und ich glaube, ich nehme noch Orange. Eine Runde Orange. So, dann heißt es jetzt für mich, stelle ich jetzt mal hier an die Wand. Also das heißt, ich habe jetzt hier Schwarz, ich habe hier Grau, ich habe hier Gelb und ja, Bling. Jetzt habe ich noch Orange. So, und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Pinsel. Wir brauchen einen Paintbrush. Und dafür brauchen wir den von Buildcraft. Also das heißt, ich brauche jetzt Wolle, ich brauche Strings, ich brauche ein Woodgear. Das heißt, ich brauche jetzt vier Holz. Vier Sticks. So, die vier Sticks nehme ich mir da raus. Habe ich keine Holzbretter mehr da? Ja, dann hole ich mir aus. Welche aus? Aus dem da. Was Bruce Wood. Ich glaube, ich habe draußen die Säge. Voll. Dahin habe ich das Woodgear. Aus dem Woodgear mache ich das Buildcraft Woodgear. So, jetzt brauche ich Wolle und String. Ach, meine, da kann ich schnell hinlaufen. Ich habe so viel TP. Weiß ja, wo es ist. Bin mal gespannt, wenn ich dazu komme, das Lager weiter zu machen. Genauso schnell wie mir Kuhstall bestimmt. Ja, okay. Als momentan hat es halt wenig Brio, ne? So, dann brauche ich Strings, zwei Stück. Und jetzt noch ein Stick. Sehr schön. Gehst daher, um zwei Sticks zu holen. Zwei Strings zu holen, nicht Sticks. Du merkst, dass du dann in deinem Hunters Backpack selber schon zwei hattest. Ja, ist gut.
Also ich brauche jetzt hier bitte den dahin und dahin, und ich habe den Paintbrush von Buildcraft und den muss ich jetzt hier reinlegen, und ich habe den Paintbrush von OpenBlocks. So, und als allererstes tunkt man den mal in Schwarz. Schauen wir mal, wie lange das der hält. So, ich möchte nicht aus Versehen was anpinseln. Passiert ganz schnell. Mittlerweile habe ich auch schon Türen reingebaut, wo man auch mal Räume abschließen kann. Aber wie gesagt, also der Tank ist jetzt bei 3,5 Millionen. Die Distillerien stehen halt auch schon. Und da muss ich halt jetzt noch den Rest hinmachen. Okay, ich muss da noch Kabel rüber verlegen. Und das ist jetzt aber auch das, was wir als nächstes alles machen wollen. So. Jetzt heißt es aber für mich, ich habe hier jetzt meinen Pinsel. Jetzt hoffe ich, dass ich von hier aus so weit dran komme, dass ich hier alles pinseln kann. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich will nur wissen, wie viel Farbe das ich rauskriege. 16, 19, 20, 21, 22. Jetzt habe ich 22. Ah, okay. Ich habe aber nicht mehr viel auf dem Pinsel drauf. Ja, aber wie man sieht, man kann diese Rohre, und ist es egal welches, einfärben. Das geht auch mit Stromkabel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, für mich ist jetzt zum Beispiel LV gelb, MV orange und HV rot, könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich pinsel die alle so ein, dann weiß ich immer ganz genau, alles klar, das ist das Kabel, ohne dass ich drauf gucken muss. Das wäre halt von Vorteil. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das Öl eingefärbt. Jetzt heißt es ja für mich, ich brauche jetzt nochmal dasselbe. Und das waren die 800er. Das war jetzt Pipe Prozent. Also andersrum. Heal Stern Pipe, danke. Das sind die 800er, das sind die Tiny. Kommst jetzt du da rein? Das heißt jetzt für mich, wie gesagt, ich kann das Ding auch momentan manuell laufen lassen. Werde ich jetzt am Anfang auch tun müssen, weil, wie gesagt, mir geht irgendwann das Benzin aus und dann geht halt gar nichts mehr. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. So. Für mich habe ich entschieden, dass ich eventuell, wenn ich jetzt sowas hier habe, dass ich das dann immer so Art lückenmäßig ausfüllen werde. Also das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Reihe rausrupfen und dann nach hinten gehen.
Und für mich ist jetzt gerade wichtig, für mich zu entscheiden, nein, ich gehe hier rein. So, das heißt jetzt, ich brauche dieses Eck. Nochmal dieses Eck. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich kann jetzt nicht einfach hier rüber gehen, weil dann habe ich ein Problem. Ja, man darf nicht vergessen, ich muss ja noch Zellen und so weiter austauschen irgendwann hier. Und zwar, wenn es geht, vollautomatisch. Bin ich jetzt gerade beim Grübeln. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich gehe rüber. Komplett rüber und gehe dann hier entlang. Aber jetzt bin ich nur gerade beim Überlegen, gehe ich jetzt gerade? Ach, gehe gerade. Muss halt noch dran denken, aber wie gesagt, ist das wenigste Problem, wenn ich merke, dass die Pipes zu klein sind, dann wird es geändert. So. Ich ja die Pipes wieder ändern. Ich hoffe, dass ich das gerade alles richtig mache mit dem Zuspann. Werde ich dann gleich blöd gucken. Wie gesagt, interessant wird es erst, wenn die Gebäude dann langsam Gestalt annehmen und ich dann ungefähr auch weiß, wie viel ich Strom reinlegen muss, das dann alles sozusagen sauber auszurechnen. So, das ist jetzt. Mal so. Na wunderbar, mein Ranch ist kaputt. Ich habe momentan keinen mehr einstecken, oder? Doch, habe ich. Vielleicht reicht's. Ist falsch. Der muss hin. Und dass ich bei einigen das fünfmal machen muss, verstehe ich auch nicht. Dass er sich besser verbraucht oder so. Okay, das wird jetzt dann irgendwann grau. Das ist jetzt sozusagen das Sulfuric Light Fuel, wo es dann hier reingeht. Und diese Maschine versorgt. So. Okay. Das heißt jetzt für mich, der ist jetzt noch nicht angeschlossen. Da kommen irgendwann jetzt mal
volle Batterien rein. Das heißt, ich nehme jetzt mal die leeren mit. Ich habe hier in der Nähe ein Gebäude, wo ich Batterien laden kann. Das ist jetzt halt dann das Wichtige, dass das erstmal jetzt alles passiert. Reicht der jetzt außenrum? Oder ist der unterirdisch? Oder am besten drin? Das wäre der Super-GAU. Die verstecken und dann kommt er von hinten und da schießt die oder so. Tschüss. Vor allem, wenn ich Region lese. Ach. So, wir machen mal einen 1:1 Austausch. Und wir sehen jetzt gleich, ob es auch was nützt. Ob ich die alle richtig eingestellt habe, weil das ist nämlich das Wichtige, dass auch das richtige Zeug sozusagen auskommt. Und die letzten drei Batterien. Auf jeden Fall ist es angegangen, man hat es gehört. Da muss ich Soundmuffel demnächst wieder bauen. Da drehe ich hohl. So. Darf jetzt da nicht alle reinschmeißen, sondern eine muss ich aufheben, weil die will ich für den anderen hinten benutzen. Ich sage, ich will das jetzt testen. Okay, der läuft nicht. Ach doch, sie sind alle gelaufen. Perfekt. Also jetzt heißt es Fluid Output. Fluid Output. Fluid Output und Fluid Output. Sulfuric Light Fuel ist unterwegs. Sulfuric Light Fuel kommt gerade an. Was ich halt nicht vergessen darf, als ich brauche auf jeden Fall noch mal Hydrogen. Wie gesagt, erst wenn das alles irgendwann sauber läuft, dann werden wir unsere Maschinen aufbauen, um die ganze Zeit Oxygen und Hydrogen herzustellen. Weil das wird es dann das A und O werden. Von der Produktion dann, weil ich brauche das die ganze Zeit. Weil mein Problem ist ja eigentlich, Nitrogen habe ich zu wenig, um die ganze Zeit Aluminium herzustellen. Oxygen, das bräuchte ich gar nicht mehr herstellen, weil das habe ich wie Kasserit-Sand am Meer. So, das heißt, ich stecke die hier mal da rein. Und die stecke ich noch da dazu. So, und dann heißt es jetzt dann, du gehst hier hin. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich vielleicht sogar den Öltank hier reinpacke. Problem ist halt nur, wenn ich da drüben mehrere am Laufen habe und ich diese vier alle am Laufen habe, muss ich ja alle dann sozusagen hier ankommen lassen. Auch ein bisschen nervig. So, wir haben 8625. Auf jeden Fall produzieren sie brav und von dem Tank
liest gar nichts ab. Ah, jetzt. So, genau das ist jetzt genau das, was ich gemeint habe mit Problem. Heißt jetzt, ich muss jetzt, weil die Leitung ist leer. So, das heißt, du gehst dahin. 800, 800. Das nimmt ab. Ja, ich war. Ah, wer den Fehler erkannt? Wer den Fehler erkannt? Darf sich melden. Ich habe ihn erkannt. Leider. Oder Gott sei Dank. Ja, also wenn man hier Kabel verlegt, ne? Oder Rohre. Ja, scheißegal. Dann sollte man aber auch die auch anschließen. Bringt einen richtig viel ein. So, und jetzt gehe ich erst einmal nach drüben. Es kann sein, dass ich irgendwann hier noch ein großes Rohr reinmache, wenn die andere Seite auch noch kommt. Wird sich zeigen. Super, gerade leid ist es gerade arschlaut. Wegmachen. Wegmachen. So, raus hier. Bevor noch irgendeiner taub wird. So, ich will das sehen. Jawohl, wir haben jetzt schon wieder 15.000 drin. Ja, ich glaube, der Tank ist nur auf der Seite zu klein. Ja, ich bin jetzt halt wirklich gerade beim richtigen Grübeln. Wo packe ich jetzt den Tank hin? Eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn ich ihn hier hin klatsche. Werde ich jetzt auch machen. Mal alles weg. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, hier drin, den habe ich den Tank einstecken. Voll, Hammer. Heißt, ich gehe jetzt hier mit meinem Supertank hin. Dann heißt es jetzt, du gehst da raus, darunter. Dahin, dahin. Dahin. Wrench. Wrench. Ja. Und dann heißt es jetzt, du kommst. Glaube ich, alles passen, bis auf das Eck hier.
heißt es bei dir jetzt nur noch mit Output? Wir haben unser erstes Light Fuel im neuen Gebäude. So, dann kann der nämlich jetzt auch sauber laufen. Und wir haben wieder wenigstens ein bisschen an Produktion von Fuel. Dass ich schon mal was auf Lager habe, bevor mir es da drüben ausgeht. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann kann ich hier auch noch gleich das Down-Panel wieder draufsetzen. Dann erstmal nicht. Und ich habe gerade einen Scheiß gebaut. Okay, der Scheiß funktioniert nur, habe ich nur so lang. Kann ich immer noch umbauen. Warum habe ich hier einen Scheiß gemacht? Genau, ich komme von unten. Mein Problem ist eigentlich, ich müsste eigentlich den Tank von der Seite einführen lassen. Also den heißt, den stelle ich jetzt dann hier eins nach drüben. Dass der von der Seite befüllt wird und nach unten weggeht, dass ich dann wegkomme. Das Problem ist nur trotzdem, ich habe da trotzdem ein Problem, weil ich habe auf der Seite auch noch einen. Und da komme ich ja auch von hier und dann gehe ich darüber. Ja, also ich lasse ihn jetzt erstmal stehen, weil der eine wird mir jetzt erstmal eine Zeit lang reichen. Wie gesagt, da werden irgendwann hier 8 Stück stehen, die sich voll durchdrehen und dann mir die ganze Zeit das produzieren und dann wird die auch die ganze Zeit laufen. Aber das machen wir erst, wenn wir genügend genügend Strom habe. So, okay. Also das heißt, wir haben jetzt da das soweit schon mal am Laufen, dass ich halt nur ein Kabel verlegen müsste. Nur ist gut. Und ich kann mal was testen. Okay, aufschüsselt Blöcken geht es leider nicht. Vanilla-Blöcke gehen alle. Hoffe ich. Gravel weiß ich jetzt nicht. Wäre aber auch interessant. Das heißt, ich könnte jetzt einen Adblock nehmen. Oder einen Steinblock und kann den anmalen. Und das Schöne ist, den kann ich auch in diesen anderen Farben anmalen. Aber wie gesagt, ich will es ja auch da nicht übertreiben, nicht, dass mir dann da die FPS sich verabschieden. So, wie viel habe ich jetzt noch drin? Ich habe jetzt noch drin 320.000. Das heißt, es ist noch ein bisschen was. Wie gesagt, das Problem ist halt, ich brauche hier halt auch massenweise an Liquid Fuel, damit halt das hier auch sauber laufen kann. So, und da sind wir auch durch. Da haben wir jetzt auch 3700 Stück plus minus. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich gerne, dass ich halt kein Erz mehr jetzt vergeude, was ich nicht vergeuden muss, weil ich halt dann dieses Zusatzprodukt doch gerne hätte. Also diese Chance, diese 10% Chance, zweimalig. Ja, genau. Also da werden wir uns dann auch demnächst drum kümmern. Das ist nämlich jetzt wirklich dann Prio, ich sag mal 2. Prio 1 hat immer noch Gebäude anschließen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vor allem, weil wir dann auch zum ersten Mal HV anlangen müssen. Weil wir brauchen einen Battery Buffer.
Da hole ich mal schnell die Batterie. Das heißt, wir haben ja mittlerweile 5 Batterien davon. Das heißt, wir haben jetzt da 16, also 16 Millionen sind 100%. Davon die Hälfte sind es 8. Das heißt, wir haben 8 Millionen EU nur im HV-Bereich. Hier habe ich 17 mal 400.000, also da gehe ich in die Nähe von 16 Millionen EU. Die werden wir alle, wie gesagt, alle brauchen. Und ja, wenn es nach mir geht, kommen da noch welche dazu. So, was hat er denn da fertig? Ah, meine Monokristallin. Wenn ich zu viel Silikon übrig habe, dann mache ich die jetzt mittlerweile immer wieder. Kann man nicht genug haben. So, okay, dann habe ich hier jetzt noch Batterien rumliegen. Wir haben auf jeden Fall genügend Farbe. Hier ist irgendwas drauf. Ja, das sieht auch an grünen Balken, ne? Also der verschwindet dann auch irgendwann. Ja, also wie gesagt, heute war es farbenfroh. Und wir haben da drüben das Gebäude zum ersten Mal zum Laufen gebracht und werden es hoffentlich beim nächsten Mal am Strom anschließen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dass der Algorithmus meine Videos etwas mehr nach oben rankt. Wenn ihr mir da helfen wollt, wäre ich euch dankbar. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.